Box Rock'n'Roller Inc. Original Alpine Store Rock Culture Steiermark. Mensch, tolle Sachen habt ihr jetzt gehört. Ja, stammt ja aus der Steiermark. Und er war ja der Trachtmode schon immer sehr verbunden. Und er vermittelt eben jetzt die Verbindung zwischen seinem rockigen Lifestyle und der Trachtmode. Und das ist eigentlich das Besondere an der Kollektion. Und die gibt es jetzt bei Angermeyer? Die gibt es natürlich bei Angermeyer, klar. Auch für Frauen? Auch für Frauen, ja. Für Frauen und für Herren. Und zwar alles Mögliche. Also von der Lederhose angefangen, Hemden, T-Shirt, Blusen, Westen, Lederjacken, sogar Brillen. Alles so ein bisschen cool mit amerikanischen Emblemen? Ja, soll, wie gesagt, es soll ja rockig und wild sein, und so wie er. Und so ist es auch. Und jetzt kommt er jetzt. Die Frage ist immer, wo das zu Hause ist. Ne? Hier ist schön da hinten. Da habt ihr auch ein dichtes Licht drinnen. Ja. Andrea, was bedeutet für dich Tracht? Keine Ahnung, ich habe mit dem Bett mal nichts. Tracht ist Tradition, harte Arbeit, doch der Lohn für die unzähligen Stunden. Ist eine Mode, die entsteht, die an der Zeit vorübergeht, die für immer besteht. Sehr schön. Und wie oft ziehst du deine Lederhosen an? Boah, 7 Tage die Woche. Sehr gut. Komme momentan auch beruflich nicht heraus. Wenn ich dann wirklich einmal zu Hause bin, hänge ich sie alle nur noch auf den Balkon und freue mich über meine Unterhose daheim. Aber ja, natürlich, momentan wirklich tagtäglich. Und wen willst du mit der Andreas Gabalier-Kollektion ansprechen? Tja, das wird man sehen, wer sich angesprochen fühlt. Nachdem die letzten Jahre da so ein Zuwachs war, glaube ich, in der Trachtenindustrie und auch die Finanzkrise für diese Branche eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat, wird man sehen. Rückbesinnung zur Tradition. Ja, sicherlich. Also bei meinen Konzerten kommen die Leute wirklich durch die Bank in Tracht. Jung und jung eben alles in Leder. Auch in unserer Berliner Filiale sind die extra zum Einkleiden gegangen, um danach aufs Konzert zu kommen. Die Waldbühne vergangenen Freitag war randvoll, fast wirklich durchwachsen mit Dirndlkleidern und Lederhosen, rot-weiß-rot karierten Hemden und dergleichen. Ist schon schön. Und noch als letzte Frage, das Madel, soll das lieber Lederhosen oder ein Dirndl tragen? Pfah, also wie sie sich wohlfühlt. Ich habe schon ganz schön Kässe, Lederhosen, Wadel auch schon bei den Dirndln gesehen. Wobei natürlich so ein kurzes Dirndlkleid, das ist schon auch gar nicht so unfrech. Sehr schön.